Ich bin's wieder, a lady indeed, you know what it is. Ein riesengroßes Dankeschön an alle da draußen, die mein erstes Video so gefeiert haben. Ich war unglaublich überrascht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Am nächsten Morgen, ich guck, Likes hier, Likes da, Abonnenten hier, Abonnenten da. Jeder hat es geteilt. I was like, boom. Is this me or is this you? But all glory to God, you all know that, alright? Anywho, heute ein neues Video für euch, weil ihr so gegeben habt, muss ich zurückgeben, you know, so. Ein neues Video, Storytime, wo ich mich unglaublich doll von meinem Schwarm blamiert habe. Wenn ich daran denke, ja, ich werde den Namen so gestalten, dass er hoffentlich nicht merkt, dass ich in ihn verliebt war, weil damals habe ich nicht getraut, es ihm zu sagen. Es ist immer diese Zeiten. Couldn't tell, you couldn't show your emotions. Ich hoffe, er erkennt das nicht, und wenn nicht, ist nicht schlimm, because I'm a grown woman now. Yes. Okay, bisschen crazy, bisschen da. Enjoyt das Video und ja, nehmt euch einen Tee, holt euch einen Döner und isst das währenddessen und gönnt euch das Video. Peace out. Also. Ich weiß noch, es war ein sehr schöner Tag. Ich und mein Kumpel, wir kamen gerade vom Sportunterricht. Ihr wisst doch, Sportunterricht war früher alles, war live. Wir kommen gerade, wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt. So, mein Bauch hat wehgetan. Ach so, bear in mind, damals hatte ich auf jeden Fall nicht so eine coole Tasche, sondern war For You Gang. You know what it is. Dann, ich gucke nach vorne. Auf einmal, mein Schwarm steht vor mir, ja? Einfach der Typ, an den ich immer denke, bevor ich schlafen gehe, bevor ich auf, wenn ich ausstehe, ist die erste Person, an die ich denke. Auf einmal steht vor mir und mein Kumpel kannte ihn noch, ne? Und mein Kumpel winkt ihn einfach und ich dachte so, no, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt zu ihm gehe mit meinem Kumpel, dann werden die ganze Zeit quatschen und ich bin voll so das, wie nennt man das? Das dritte Rad am Wagen oder das fünfte Rad am Wagen? Oder das dritte, das fünfte, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein Rad an irgendeinem Wagen. Dann dachte ich mir so, kann ich mich irgendwie verschwinden lassen? Nein, ich bin kein Magier. Was mache ich jetzt? Einfach absinken? Nein, das kann ich auch nicht. Das hat mir meine Mutter verboten. Was habe ich, dann habe ich überlegt, und da kam mir nur eine Idee. Ich renne weg. Natürlich habe ich all meine Kraft zusammengesammelt. Ich bin runtergegangen wie Usain Bolt, als wenn er gegen Tyson Gay jetzt hier nochmal Last Match of His Life macht. Und bin an diesem Typ vorbeigezischt. Not knowing sad. Ich war am Boden versunken, like literally. Und ja, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Was ist denn das für ein komisches Mädchen hier? So, liebe Leute, das war eine Storytime. Oh my gosh, ey. Ich habe keine Ahnung, warum ich losgerannt bin. Bitte fragt mich das nicht. Fragt mich das nicht. Keine Ahnung. Bis zum heutigen Tag kann ich es mir nicht erklären. Aber ja, es ist passiert. Die Tasche musste ich am Ende wegschmeißen. So kaputt war die. Und als meine Mutter auch noch die Tasche gesehen hat, yo, my gosh. Come and see a crazy woman. Oh. Lady, was ist passiert? Hat sich jemand geschlagen? Keine Ahnung, was ich dann erzählt habe. Dann, ja, habe ich die weggeschmissen. Und life ist weitergegangen. Ich meine, musste, ne? Ich hoffe gerade einfach, dass der Typ nicht weiß, dass er damals mein Schwarm war, weil ich es mir nicht erzählt habe. Aber eigentlich, meine Grundschulzeit, all done, you know. Und es ist mir auch egal, because I'm a grown woman now. He should be lucky that I liked him back in the day, so. Okay, all good. Egal, liebe Leute, subscribed, abonniert diesen Channel, liked das Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und ja, stay tuned für noch mehr Videos. Es macht mir voll Spaß, diese Videos zu drehen. Und deswegen wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Kommentiert auch. Ja, kommentiert mal, ob euch auch schon mal sowas passiert ist. Ob euch was Peinliches vor eurem Schwarm passiert ist. Und was ihr dann gemacht habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.